Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich packe jetzt hier gleich die Leinwand aus und ja, gehe schon so gedanklich in meine Malwelt. Will heute ganz entspannt malen und dabei Kaffee trinken. Stell mir einfach alles hin. Ich habe hier noch eine Paste, da hat sich schon so ein kleiner Rand gebildet. Den klatsche ich jetzt hier erstmal drauf. Also auch wenn da irgendwo Krümelchen drin sind oder so, das ist gar nicht schlimm. Nimm ruhig noch die Paste, die du da hast vom letzten Mal und verteil die. Verstreiche ich jetzt erstmal die Paste. Auch hierbei gehe ich schon so gedanklich in meine Malwelt und genieße das einfach. Wie du ja weißt, kannst du den Kaffee nicht nur trinken, sondern du kannst ihn auch als Farbstoff benutzen. Verteil ihn einfach auf deine Leinwand. Kipp einfach den Kaffee dazu. Ja, du siehst, jetzt wird die Struktur sichtbar und es entstehen verschiedene Nuancen. Und was? Wow! Toll, oder? Klasse, ne? Finde ich auch. Lass es laufen im wahrsten Sinne des Wortes. Genieße das einfach. Schau dir an, was passiert. Hier die schönen Ränder und die kann ich natürlich jetzt hier zum Wackeln bringen. Entstehen hier, was man jetzt alles sieht. Ja, das regt die Fantasie an, auf jeden Fall. Ja, ein bisschen Marmormehl kannst du einfach dazu streuen und schauen, was passiert jetzt. Du kannst das eben auch so beeinflussen, wie die Farbe laufen soll. Da läuft mir jetzt richtig die Farbe weg, also du kannst das gut beeinflussen. Und jetzt kann ich ihr dann auch noch mal Farbe dazugeben. Und diese wundervollen Farbmischungen genießen, wie die Farbe hier so schön läuft und welche Farbtöne neu entstehen, welche Effekte. Etwas Farbstoff nachgeben und dann, wenn ich es jetzt gleich kippen will, einmal, dann bleibt da der Farbton hoffentlich noch ein bisschen. Mein Meer erinnert mich an Strand jetzt, ja, oder am Kaffee am Strand, ist dann noch besser. Ja, wohin mit der Kanne, die stört oft, aber hier kann ich auch noch mal ein bisschen Farbton drauf geben.
jetzt mir mal eine Farbe gemischt und gucke mal, ob ich den Farbton da irgendwie auch als Acrylfarbe hinmischen kann. Aber auch gemischt sieht so ein Farbton natürlich immer anders aus als der Kaffee jetzt. Schön. Also dieser goldene Kaffeeton, der sich jetzt mischt mit dem Schwarz hier, diese tollen ja, Strudel, die da entstehen, das kann man natürlich auch so trocknen lassen. Mir dauert das jetzt zu lange. Ich male natürlich gleich weiter. Aber du kannst es ja so machen. Ich gebe jetzt mal etwas Blau dazu. Mal schauen, wie der Farbton jetzt aussieht. Geht mir ein bisschen unter, den muss ich ein bisschen verstreichen, einfach mit dem Pinsel. So lasse ich das jetzt erstmal stehen. Ich werde das bestimmt umdrehen nachher. Also es hat was für mich von Himmel und ja, ich hatte sofort ans Meer gedacht und habe mir dann auch ein abstraktes Meer für mich geschaffen. Wenn es so schön warm ist, kann ich natürlich toll hier nass arbeiten. Das trocknet wahrscheinlich trotzdem recht zügig. Ich sehe schon, es zieht schon gut an. Also ja, es hat Spaß gemacht. Ich liebe diese Farbtöne und ja, wünsche dir einen ganz schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank natürlich auch für dein Like und für dein Abo. Und ja, ich freue mich total auf deinen Kommentar. Bin gespannt. Ich habe schon gehört, haben viele ausprobiert. Ja, und schau auch immer unter das Video. Da schreibe ich dir auch immer die Materialien hin.
Es ist auch eine Struktur jetzt im Bild entstanden, eben über die Paste. Die habe ich übrigens selber angerührt. Da habe ich auch ein Video zu im Kanal. Und auf Seite 32 findest du was über Strukturen. Da kannst du noch mal reinschauen. Und du kannst es eben auch unterschiedlich variieren. Das Bild soll dich inspirieren und anregen, auch eigene Versuche zu starten oder auch davon abzuweichen und eben auf neue Ideen zu kommen. Und ich denke, übers Probieren funktioniert das eben immer ganz schön. Also schau ruhig nochmal auf Seite 32 oder unter das Video, da stelle ich dir den Link nochmal rein, wie ich die Paste selber hergestellt habe. Und dann kannst du es krakelieren oder so verwenden. Mach einfach. Dankeschön und hab einen ganz schönen Sonntag. Tschüss!